In den 30er Jahren schleusten wir 1100 Männer ins Priestertum ein, um die Kirche von innen heraus zu zerstören. Es ging darum, dass diese Menschen geweiht werden und dann die Karriereleiter erklimmen und so immer mehr Macht und Einfluss als Prälaten und Bischöfe erhalten sollten. Dies war die Verwirklichung einer Idee von Stalin, um die Kirche, die eine wesentliche Rolle im öffentlichen Leben spielte, von innen heraus zu zersetzen. Die Bekehrung einer amerikanischen Kommunistin. Bella Dodd diente über 20 Jahre lang voller Hingabe der Kommunistischen Partei in den Vereinigten Staaten. Sie machte einen langen und schmerzhaften Weg durch, von blindem Glauben an den Kommunismus zum Entsetzen darüber, in was sie involviert gewesen war. Bellas Zeugnis ist erschütternd, zeigt uns jedoch letztendlich die Richtung der untrüglichen Hoffnung auf. Bella, eine führende kommunistische Aktivistin, erfuhr eine drastische Konfrontation mit der Wirklichkeit. Die Sicherheit, die ich für so lange Zeit in Bezug auf die kommunistische Partei verspürt hatte, war nun weg. Ich war krank, ich litt an Leib und Seele, denn ich lebte in einer unablässigen, schrecklichen Angst, dass irgendjemand alle nur möglichen Anstrengungen unternimmt, um mich zu zerstören. Ich hatte zuvor bereits gesehen, wie andere unbarmherzig und systematisch zerstört wurden. Erdrückend war für Bella nicht nur ihr Bewusstsein über die Rache, die jene Menschen schmiedeten, die sie noch vor kurzem als Freunde bezeichnet hatte, sondern auch die Annahme der Wahrheit, dass sie ihr ganzes bisheriges Leben, insbesondere in den Jahren 1927 bis 1949, den ganzen Enthusiasmus ihrer Jugendzeit, ihre Ideale, Entsagungen, Talente, ihre Arbeit und sogar ihr privates Leben sowie ihre familiären Kontakte einer verbrecherischen Ideologie geopfert hatte. Furchtbar war für sie auch, sich klarzumachen, wie sehr der Kommunismus die einzelnen Länder auf gesellschaftlicher und materieller Ebene gefährdet, aber auch, wie sehr er den Geist und das Gewissen der Menschen zerstört. Die Infiltration der Gesellschaft. Die amerikanische Gesellschaft des 20. Jahrhunderts wurde immer stärker von linken Ideen durchdrungen. Kommunistische Agenten waren aktiv am Werk. Der Virus des Kommunismus verbreitete sich leise und unbemerkt. Jahre später bemerkte Bella, dass auch ihr Umfeld, zunächst das der Studenten am College und an der Universität, dann auch die Lehrer und Dozenten, das sich in verschiedenen Vereinigungen und Verbänden organisierte, einer verborgenen Steuerung unterzogen wurde. Die atheistische Erziehung und der linke Aktivismus dieser jungen Menschen waren nämlich ein fruchtbarer Boden, um sie mit Propagandaparolen vom materiellen Glück und von der Brüderlichkeit aller Menschen im sozialistischen Paradies zu blenden. Diese Ansichten wurzelten in der Philosophie von Karl Marx, die sich auf den Materialismus und den internationalen Klassenkampf stützte. Bella beschrieb die damalige Situation so: Zu Beginn der 30er Jahre wurden dann alle, die zu irgendwelchen unorthodoxen Bewegungen gehörten, wie auch jene, die die Verbindung zur Gesellschaft verloren hatten, Enthüller, Syndikalisten, Anarchisten und Sozialisten, von dem mächtigen Zyklon des organisierten Kommunismus aufgesaugt. Weil sie kein eigenes Programm für ihr Vorgehen hatten, wurden sie in den Strudel einer gut integrierten und hervorragend finanzierten Bewegung hineingezogen, die plötzlich mit der Anerkennung der Sowjetunion durch die Vereinigten Staaten legalisiert wurde. Die Kommunistische Partei, die der Revolution zustrebte, wollte die Massen für sich gewinnen. Sie tat dies, indem sie rücksichtslos die Methoden der Manipulation und der List einsetzte. Bereits im Jahr 1932 erklärte sich die Kommunistische Partei zum größten Gegner des Faschismus.
Indem sie die antifaschistischen Emotionen gut ausnutzen verstand, wollte sie die Menschen dem Kommunismus zugeneigt machen, der angeblichen Alternative zum Faschismus. Ihre Propagandamaschinerie produzierte einen endlosen Fluss von Worten, Bildern, Zeichnungen. Unter Ausnutzung der intellektuellen, humanitären, rassischen und religiösen Empfindsamkeit der Menschen konnte sie Amerika in erstaunlichem Ausmaß dahingehend dressieren, dass dieses sich mit Ekel allein schon vor dem Wort Faschismus schüttelte, ohne auch nur zu wissen, was es eigentlich bedeutete. Heute verwundert es mich, dass die kommunistische Bewegung so lautstark die antideutsche Trommel schlagen konnte, ohne dabei jemals zu verraten, was ihre innere Gruppe nur allzu gut wusste. Dass die gleichen Kräfte, die Hitler geholfen haben, auch Lenin und seinen Kreis von Revolutionären aus der Schweiz nach Petersburg gebracht hatten, damit sie dort die Revolution anzetteln konnten, die dann mit dem sowjetischen Totalitarismus enden sollte. Nach dem Zweiten Weltkrieg erfuhren dann viele Länder, darunter auch Polen, diese Hilfe außerordentlich schmerzhaft. Die Zerstörung der Kirche. Gerade mit dem Kampf gegen die Kirche ist eine der erschütterndsten Informationen verbunden, die Bella aufdeckte, als sie im amerikanischen Senat vor der Untersuchungskommission zur antiamerikanischen Agitation unter Eid aussagte. Die Frau verriet: In den 30er Jahren schleusten wir 1100 Männer ins Priestertum ein, um die Kirche von innen heraus zu zerstören. Sie spricht davon allein in der USA. Es ging darum, dass diese Menschen geweiht werden und dann die Karriereleiter erklimmen und so immer mehr Macht und Einfluss als Prälaten und Bischöfe erhalten sollten. Dies war die Verwirklichung einer Idee von Stalin, um die Kirche, die eine wesentliche Rolle im öffentlichen Leben spielte, von innen heraus zu zersetzen. Zur Erfüllung dieses Plans wurden Menschen benutzt, die keinen Glauben und keine Moral hatten und ein Doppelleben führen sollten. Darüber hinaus griffen die Kommunisten die Kirche unablässig auf jegliche andere Weise an. Die radikale kommunistische Literatur steckte die Hierarchie der katholischen Kirche immer wieder mit den Faschisten in eine Schublade und versuchte so, die Kirche durch Angriffe auf ihre Priester zu vernichten. Eine Taktik, die so alt wie die Welt ist. Ich habe oftmals erlebt, wie sie in unserem Land angewendet wurde. Durch den Zusammenschluss katholischer Arbeiter, Irländer, Polen, Italiener in Arbeiterorganisationen versuchten die Kommunisten stets, die Gläubigen mit den Priestern zu entzweien, indem sie den Laien schmeichelten und die Priester angriffen. Die kommunistische Propaganda impfte den Menschen unaufhörlich Angst vor der Kirche und Hass auf sie ein, indem sie sie als reaktionär, totalitär, dogmatisch und veraltet bezeichnete und bei jeder Gelegenheit die Autorität der kirchlichen Hierarchie in Frage stellte. Aus der Erfahrung in Polen wissen wir, dass die Kommunisten nicht davor zurückschreckten, Kleriker zu ermorden. Bellas Bekehrung. Trotz der jahrelangen Propaganda, der sie unterzogen worden war, war es die Kirche, von der Bella Unterstützung empfing, als ihre ganze bisherige Welt in sich zusammenbrach. Nachdem sie aus der Partei hinausgeworfen worden war, lebte sie mit dem entsetzlichen Bewusstsein, dass eine globale, kommunistische Verschwörung existierte. Da spürte Bella die Sinnlosigkeit ihres bisherigen Lebens und die Leere der herannahenden Zukunft. In jenem Moment fragte ein Bekannter, dem sie zufällig begegnete, ob sie mit einem Priester sprechen wolle. Zu ihrem eigenen Erstaunen bejahte die Frau ihre Bereitschaft dazu. Damals traf Bella dort zum ersten Mal mit Bischof Fulton Sheen zusammen. Die Begegnungen mit ihm und das Anhören seiner Lehren über den Glauben gaben Bella die Gelegenheit, den katholischen Glauben kennenzulernen. Sie eröffneten ihr eine ganz neue Welt und zeigten ihr die Schönheit und das Wesen der Kirche Christi auf.
Ich sah, dass die Geschichte, die Fakten und die Logik das untrennbare Fundament des christlichen Glaubens darstellen. Ich hörte zu, wie der Bischof die Worte Jesu Christi erläuterte. Wie er von der Gründung der Kirche sprach, die ein mystischer Leib ist. Ich fühlte mich nun allen nahe, die in allen Kirchen der Welt die Kommunion empfingen. Und endlich spürte ich echte Gleichheit, die zwischen Menschen verschiedener Rassen und Nationalitäten besteht, wenn sie als vor Gott Gleiche gemeinsam an den Kniebänken vor dem Altar knien. Und ich gewann diese Kirche lieb, die uns zu einer Einheit machte. In Bella erwachte damals der Wunsch, sich der Gemeinschaft der Kirche anzuschließen. In ihr fand sie jene Brüderlichkeit der Menschen, nach der sie im Kommunismus erfolglos gesucht hatte. Für die Frau war es ein tiefes Erlebnis, die Sakramente der Taufe, der Beichte und der Eucharistie aus den Händen von Bischof Schien zu empfangen. Ihre Seele, die so viele Jahre lang ihrer geistigen Nahrung beraubt gewesen war, begann nun aufzuleben. Am nächsten Tag empfing ich in der Morgenmesse die Kommunion aus den Händen von Bischof Schien. Als ich meinen Blick in das Flackern des ewigen Lichtes versenkte, betete ich, dass das Licht, das mich bekehrt hatte, auch zu jenen kommen möge, die ich liebte und die weiterhin in der Finsternis lebten. Ich fühlte mich, als sei ich lange Zeit krank gewesen und nun, da das Fieber gewichen war, erfrischt aufgewacht. Ich hatte den Eindruck, als hätte ich ein neues Herz und ein neues Gewissen bekommen. Nach außen hin hatte sich mein Leben überhaupt nicht verändert. Ich wohnte noch immer in einer Wohnung ohne warmes Wasser, in einem Mietshaus, aber nun konnte ich meine Nachbarn ohne Angst oder Misstrauen begrüßen. Ich sollte nie wieder einsam sein, und wenn ich betete, war immer der bei mir, an den ich diese meine Worte richtete.